Herzlich willkommen zu einem kurzen Marktupdate. Der Fed-Chef Jerome Powell hat gestern an den Finanzmärkten für gute Stimmung gesorgt und die Marktreaktionen, die wollen wir uns mal genau anschauen. Den Risikohinweis gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden, dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Gehen wir direkt rüber zu den Charts. Der S&P 500 hat mittlerweile den höchsten Stand seit 5 Monaten erreicht und testet das 78,6% Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung. Anleger scheinen jetzt also weiterhin auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus zu setzen, sowie ein Pivot, also einen geldpolitischen Richtungswechsel, sprich also Zinssenkung. Gestern Abend hatte die Fed ja jetzt zum zweiten Mal in Folge Tempo rausgenommen, was die Straffung angeht. Wir erinnern uns daran, im Dezember gab es eine Anhebung von 50 Basispunkten, jetzt im Februar sind es nur 25 Basispunkte. Und laut Fed gibt es da allerdings noch einiges zu tun, also noch viel aufzuholen, um vor allem die Inflation zu bekämpfen. Aber Jerome Powell hatte sich dann auch bei seiner Pressekonferenz Richtung Ende recht dovish gezeigt, beziehungsweise je mehr er sprach, desto stärker erholten sich die Aktien- und Anleihemärkte. Was wird jetzt eingepreist? Ein Zinshoch von knapp 4,9% und auch ein Zinsniveau von 4,4% für Ende 2023. Das ist zumindest das, was die Märkte einpreisen. Schauen wir aber nochmal auf die anderen Märkte. Der Deutsche Leitindex hat auch von der besseren Stimmung profitiert und konnte mittlerweile den Abstand zum Rekordhoch auf rund 5% verringern. Der Dollar hat wiederum abgewertet. Euro-Dollar kletterte erstmals seit 10 Monaten über die 1,10er-Marke. Jetzt gibt es leichte Gewinnabgaben, aber der schwache Dollar hat dann auch den Edelmetallen geholfen und beim Gold sehen wir es relativ gut. Es gab nämlich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Also der Trend wurde durch höhere Hochs bestätigt und auch hier nähert sich der Markt der nächsten wichtigen Widerstandsmarke bei 1998 Dollar. Das war's von mir. Viel Erfolg für heute und bis zum nächsten Mal.